2018 haben wir unser Geschäft in der Museumstraße umgebaut, vergrößert mit Barbereichen. Und da gleichzeitig das Geschäftslokal frei geworden ist, das in unserem Besitz ist, ist mir, meiner Schwester, die gekommen, da eigentlich eine kleine Bäckerei, eine Backstube zu machen, mit, wo wir einmal unser Handwerk präsentieren können, also über die Leute zuschauen können beim Arbeiten. Und wo wir untertags frisches Brot produzieren, das dann auch in den Filialen von der Altstadt ab Nachmittag bis abends zur Verkaufung geboten wird. Dort, weil sich ja das Einkaufsverhalten von den Kunden geändert hat. Nicht jeder kauft in der Früh frisches Brot, viele kaufen erst abends ein. Und so sind wir halt in der Lage, einmal frisches Brot oder frisches Gebäck für den ganzen Tag anzubieten. Und ich habe nebenbei noch einen tollen Effekt, dass die Leute zuschauen können und sehen, wie alles gemacht wird. Normalerweise haben wir ein fixes Sortiment an britischen Sorten, die wir machen. Dann gibt es jeden Tag so ein bisschen eine Spezialsorte noch dazu. Und jetzt in der Weihnachtszeit konzentrieren wir uns hauptsächlich auf Weihnachtsgebäck. Das fängt an, wie heute zum Beispiel Lebkuchen, aber auch alle Kekssorten, alle zum Beispiel Stollenzelten und so. Und ja, dann dem Passanten eine Möglichkeit, denen zuzuschauen, wenn wir das produzieren. Und ja, ich hoffe, das ist ein schönes Feedback, was man zurückkriegt.